Herzlich willkommen in meiner Philosophiestunde. Wir philosophieren hier über Gott und die Welt. Möchten Sie auch Ihren Input dazu geben? Natürlich, bitte, wirklich. Und zwar geht es einmal darum, was ist, wenn du in deinem Leben unglücklich bist und ein Puzzleteil fehlt? Ernst gemeinte Frage. Der Puzzleteil bist du wirklich. Ja, der Puzzleteil bist du wirklich mal. Das bist du ja. Ich habe mein Puzzleteil gefunden. Du bist mein logischer Meister, wirklich. Warum denkst du, dass ich dein Puzzleteil bin? Also, ja, du, ich kenne schon, du hast schöne, warme Tunnel. Wirklich. Du bist mein Puzzleteil. Ich habe ein Puzzleteil gefunden. Komm. Boah, ich schwöre, Leute, der kann man gut geben. An 4000 Zuschauer, wallah, dir würde ich richtig im Mund geben. Bitte? Was ist mit deinen Augenbrauen passiert? Ja, die fallen langsam ab. Ich habe Krankheit. Oh mein Gott, was hast du denn für eine Krankheit? Kann man dir irgendwie helfen? Ja, kann du kannst mir helfen, indem du mich oral befriedigst. Verstehe ich nicht. Ich kann dir leider nicht helfen. Sehr gut, verstehst du mich. Du kleiner Frechdachs, hallo. Du bist ein Selbstlacher. Du bist richtig frech. Bitte? Du bist richtig frech, warum? Aha, tu nicht so, du stehst schon auf so. Komm. Nimm an. Hör mal, wie heißt du denn eigentlich? Sigiji. Was bedeutet dein Name? Hat das eine Bedeutung? Mein Name heißt, dass die Frauen gut geht und die nie wieder fremd gehen, dass ich in Tunnel bis tief Anschlag mache, dass sie danach loslocken. Okay, was ist mit Herr Markus? Hier wird gefragt, was mit Herr Markus ist. Scheiße, Alter. Kennst du einen Herr Markus? Ja. Ich bin doch Pfleger. Das finde ich richtig cool, dass du Pfleger bist. Das machen so wenige Menschen. Wirklich. Ach, halt's Maul ist, halt's Maul. Alles wird gut. Alles. Wer ist denn Markus? Ist das, Oh Gott, wer ist das denn? Alles wird gut, alles wird gut. Du kannst kein Türkisch, alle. Er braucht Medizin. Mein Gott. Ist denn alles gut mit ihm? Ja, ja. Sicher, ich glaube, der bekommt keine Luft mehr. Zeig dir mal bitte. Kannst du mal bitte den sehen, ganz kurz? Ich glaube, der bekommt ist gut keine Luft mehr. Kann ich den mal ganz kurz sehen, bitte? Was sagst du? Kannst du ihn mal bitte kurz zeigen? Der war, glaube ich, nicht mal am Atmen. Nee, geht's gut. Ich habe ihn wieder atmen lassen. Ich habe Herzpassage gemacht. Passt schon. Und lebst du dann bei diesem Menschen, also den du da pflegst? Nee, oder wie ist das? Oder ist das so ein Pflegebesuch? Ich kenne mich da nicht aus. Kannst du mir mal erklären? Nerti, warum laberst du viel? Bück dich einfach an, Mann. Ich gebe dir richtig, wallah. Geh mal auf die Knie, wo du hingehörst, Mann. Nimm einfach mal einen Jarak in den Mund. Frag nach Wallah, warum laberst du viel, ja? Çıkayım Arsenal ya. Vallahi seni bir götten çıkayım Allah'ın sözüne ya. Aslında bunu var ya. Kafası tutup bunu manyak götten çıkacağım. Die schreiben, das ist dein Fall. Bu Türk zaten de bunu normalde kafası tutup bunu manyak götten çıkacağım diyeceksin. Baban kim? Amına kodum orospusu. Yeşremen name. Bu onu istiyor orospu. Bu onu istiyor orospu. Sikilmiş orospu Türk. Ama Türk'ün işçilerinden hep bunu normal olarak kotten manyak sikip ağzına verip amrına sikeceksin. Ya bir de. Ne diyor ya? Frag mal nach Zitteranfall. Was ist denn mit einem Zitteranfall? Ağzına diyeceksin Nerci giy auf die Knie. Suratına bunu attıracaksın. Ondan sonra attırdığın dölünü direkt ağzına vereceksin. Bu amrına onun orospunu direkt komple acayip sikerim. Bunu da verdirmiyor. Ya. Was sagst du? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du bist eine super Frau. Vielen Dank. Ich finde dich auch so sympathisch. Natürlich, ich finde dir alles am Boden. Zeig mal deine Tattoos. Am Boden, wo du noch rührst, sieht dem Horst, du siehst dem Geschenk, ich bin schon am Boden. Wo du mal der Meier,